Mein Name ist Peter Zengel, ich bin Dozent an der Fachhochschule Nordwestschweiz, Hochschule für soziale Arbeit. Bin von der Ausbildung her Verwaltungswirt und Soziologe, also kein Sozialarbeiter. Das heißt, ich habe mich immer so mit organisationalen Fragestellungen beschäftigt und dementsprechend auch mit dem Thema Selbstorganisation und Soziokratie. Vielleicht noch interessant als parallelen Job oder Einrichtungen, da habe ich noch, bin ich noch Mitbegründer und Träger des Netzwerks Selbstorganisation in der Schweiz. Ach ja, genau, das muss ich noch sagen. Wir kommen Fachhochschule Nordwestschweiz, das heißt, wir sitzen in Olten und in Muttenz. Das ist so in der Nähe von Basel, kann man sagen. Olten ist so zwischen Basel und Zürich, Verkehrsknotenpunkt. Ja, Marisa, magst du kurz was zu dir sagen? Also wir machen das heute zu zweit. Ja, hallo, ich bin Marisa. Ich bin Sozialarbeiterin und habe meine Bachelor-Thesis über partizipative Forschung geschrieben bei Peter. Und Peter hat dann dieses tolle Projekt über Selbstorganisation quasi akquiriert und hat mich eingeladen, daran mitzuarbeiten. Und so ist das gekommen, dass ich als wissenschaftliche Assistentin arbeite. Als Sozialarbeiterin. Ja, und ich mache das jetzt zum ersten Mal und bin sehr nervös, wie ihr vielleicht merkt. Aber ich freue mich sehr auf den Austausch danach. Genau. Ja, Marisa ist sehr bescheiden. Also ich habe sie eingeladen. Also ich habe sie aufgrund, also Marisa hat den Hauptteil der Studie gemacht, von der sie dann nachher erzählen wird. Und von daher bin ich toll, was sie da geleistet hat. Und ja, bin mal gespannt, wie die Diskussion sein wird. Also ihr habt ja die Ausschreibung. Also ich glaube, das kollegiale Du ist für euch okay. Ne? Wenn wir alle per Du sind, macht es für uns ein bisschen einfacher. Ihr habt ja die Ausschreibung oder den Klappentext für unseren Beitrag gesehen. Wir haben uns tatsächlich mal gefragt, so als wir so die ganzen Studien oder die ganzen die Literatur so ein bisschen aufgearbeitet haben zum Thema Selbstorganisation, also jetzt nicht konkret Soziokratie, sondern generell zum Thema Selbstorganisation. Also welche Perspektive wird da eigentlich abgebildet? Und meistens ist es die Perspektive von CEOs oder Firmengründerinnen, Firmengründer. Und irgendwann bin ich mal eingeladen worden, Vortragszeit zum Thema Agilität und Gesundheit und habe dann weitergeforscht und habe gesehen, das erzählen immer nur irgendwelche Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen, die sagen, das finden sie alle ganz toll, aber so die Meinung der Mitarbeitenden über das Thema ist so ein bisschen unterrepräsentiert gewesen. Und das war eigentlich so der Startpunkt für unsere Studie, die wir dann gemacht haben. Und wir haben sie dann auch noch ein bisschen breiter aufgehängt. Wir haben sie dann genannt, Selbstorganisation als Treiberin des gesellschaftlichen Wandels. Also die Frage, die dahinter steht, also wie hängt das eigentlich zusammen? Selbstorganisation, so eine Organisationsform auf der einen Seite, so auf der Metaebene mit Wirtschaftsformen, mit so alternativen Wirtschaftsmodellen. Ist das vielleicht notwendig, dass die sich so organisieren, wenn sie eine alternative Wirtschaftsform wählen wollen. Und auf der anderen Seite eben, was kommt da bei den Mitarbeitenden eigentlich an? Also wie wirkt Selbstorganisation auf der Ebene der Mitarbeitenden? Was wir euch präsentieren wollen, als kleinen Vorschlag, also eine ganz kurze Einführung, das werde ich übernehmen. Also warum haben wir das gemacht und wie haben wir das gemacht? Also wie haben wir dieses Projekt auch organisiert? Was war so die ersten Fragestellungen, die ich gerade schon auch so bisschen genannt habe. Und dann wird Marisa übernehmen und Einblick in die Studie geben, so die wichtigsten Ergebnisse der Studie präsentieren. Und zum Schluss haben wir uns überlegt, oder vielleicht, wenn wir es schaffen, den Großteil der Veranstaltung, dass wir einfach darüber diskutieren, über die Ergebnisse diskutieren und auch gucken, was ist notwendig für Transformationsprozesse? Also wie kommen wir von A nach B? Wie kommen wir von klassischen Organisationsmodellen vielleicht auch zu selbstorganisierten Organisationsmodellen? Was ist da zu beachten? Und da haben wir auch noch so einen kleinen Vorschlag entwickelt, was man so als Beraterin und Berater vielleicht auch beachten muss, wenn es um Transformation geht. Das ist so das Programm, dann, wie gesagt, der Abschluss, dann die Diskussion und eure Fragen und vielleicht auch kleine Ausblick. Ja, wie kommen wir zu dieser Studie? Ist ja immer auch gut zu sagen, so wer hat bezahlt? Also wer hat die Studie in Auftrag gegeben? Und das war die Anti-Klava-Morf-Stiftung. Die ist so vergleichbar im deutschsprachigen, also in Deutschland mit der Friedrich-Ebert-Stiftung. Also eine Stiftung aus dem linken Spektrum, auch sehr parteinah. Die kamen auf uns zu und oder beziehungsweise in den langen Gesprächen
kennen uns da auch, kennen den Geschäftsführer auch privat, und er sagte, ihn interessiert eigentlich, so wie kommen wir zu wirtschaftsdemokratischen Formen in der Welt. Also wie können wir lokale Ökonomien fördern, Gemeinwohlökonomie, sonst irgendwas. Und meine These war in den Gesprächen, also es war so ein richtiges Stammtischgespräch, war, also ich glaube, das klappt nur, wenn wir die entsprechende Organisationsform haben. Also wenn wir auch partizipative Organisationsformen haben. Und dann haben wir uns länger unterhalten und dann sagte der Kollege, der dann auch mitgearbeitet an der Studie, der Geschäftsführer dieser Stiftung, sagte, ja, dann lass uns doch ein Projekt draus machen. Und so haben wir das gemacht, und das ist ein Kooperationsprojekt zwischen der Annie-Klaver-Morf-Stiftung, der Fachhochschule und dem Netzwerk, was ich vorhin gesagt habe, Netzwerk Selbstorganisation. Und das Interessante dabei bei der Studienbearbeitung war, dass wir von vornherein gesagt haben, also unsere Auftraggeberin, also die Stiftung, ist nicht nur Auftraggeberin, sondern sie ist auch Teil des Projektes, also auch Teil des Projektteams, und sie arbeitet auch mit. Und wir haben auch versucht, mehr oder weniger gelungen in Ansätzen und auch durchgeführt, das Projekt dann auch soziokratisch zu organisieren. Das war recht spannend, weil das eigentlich eher untypisch war, den Auftraggeber, die Auftraggeberin mit in die Konzeption und mit in die, vor allen Dingen in die Ergebnisverwertung reinzunehmen. Aber ich fand, das war gelungen. Aber das muss man von vornherein ja erstmal wissen. Ja, Ausgangspunkt war auch, mindestens seht auf der linken Seite, Manny Matter, das ist leider schon in den 70er Jahren gestorbener Sänger der Schweiz, sehr, sehr schöne Sachen gemacht, und der immer wieder so die soziale Frage auch gestellt hat und so hat, so was müssen wir eigentlich machen, dass es den Menschen gut geht? So, müssen wir da was abgeben oder nicht was abgeben? Und der hat uns so ein bisschen inspiriert. Also wenn ihr mögt, googelt ihn mal, hat ganz, ganz viele schöne Lieder gemacht und sehr, 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 sehr politisch. Und das war so unser Ausgangspunkt, das haben wir auch über die Studie geschrieben. Und wir haben daraus dann so ein paar Thesen entwickelt. Also das, was ich gerade gesagt habe, so erste These, für eine demokratische Wirtschaftsordnung braucht es auch demokratische Organisationen. Und was sind demokratische Organisationen? Das sind Organisationen, die partizipative Entscheidungsrituale haben, also Konsent oder wie auch immer, ne? Aber tatsächlich partizipativ, auch nicht nur Scheinpartizipation, wir haben mal gefragt, so, sondern tatsächlich auch mit Verantwortung, mit Kompetenz. Und das erleben wir eigentlich oft, wenn wir uns hierarchische Organisationen sehen, dass wir so das Gefühl haben, so das demokratische Grundverständnis, das wird so an der Fabriktür abgegeben. Also das ist sehr hierarchisch und sehr diktatorisch zum Teil von oben nach unten, und deswegen diese Hinwendung zum eher zu demokratischen Organisationen. Wir werden aber da heute nicht so sehr darauf eingehen, weil wir eher so auf die Dinge eingehen wollen, was halt Mitarbeitenden tatsächlich da finden und wie das bei denen ankommt. Zweite These zielt genau darauf ab. Also besteht eine Wechselwirkung zwischen den Organisationen, die selbst organisiert sind, und den Individuen tatsächlich dann vor Ort. Also beeinflusst das ihr tägliches Leben? Ne? Also die Fragestellung daraus, inwiefern beeinflussen veränderte Lebens- und Arbeitsumstände aufgrund von Selbstorganisation politische Diskurse und gesellschaftliche Veränderungsprozesse? Das ist meines Erachtens ein Feld, was wir sehr, sehr wenig beachten, wenn wir um Selbstorganisation zu gehen. Also die Frage ist letztlich, hat Selbstorganisation oder Organisation mit soziokratischen Elementen, hat das irgendwie eine politische Dimension auch? Und wie gesagt, gerade in heutigen Zeiten finde ich das eine sehr, sehr wichtige Fragestellung. Aber es gibt kaum, kaum Forschung dazu, ganz, ganz wenig Forschung dazu. Was wir gefunden haben, das war eine Studie von Wolfgang Weber von der Uni Innsbruck, der vor über 20 Jahren demokratische Unternehmen untersucht hat und die folgenden Punkte, die ihr hier auf der linken Seite seht oder hier auf den Folien seht, geführt hat. Also höhere Leistungsmotivation, höheres Engagement und Akzeptanz, höhere Arbeitszufriedenheit, teilweise höhere Produktivität, höherer Grad an Identifikation und bewussterer Umgang mit den Arbeitsmitteln. Das war das, was er 99 schon herausgefunden hat. Wie gesagt, man müsste da jetzt nochmal genauer in die Methodik gucken. Oft sind solche Studien ja auch eher so Wunschbilder, die da präsentiert werden. Und wie gesagt, das ist jetzt schon über 20 Jahre her. Er hat das als These dann noch, oder wir haben das mal in Thesen umformuliert. Also je demokratischer, Klammer auf partizipativer, noch eine Klammer, vielleicht soziokratischer eine Organisation ist, desto solidarischer und sozial verantwortlicher handeln die Mitarbeitenden. Also sie achten auf Ressourcen,
desto höher ist ihr ethisches Bewusstsein und desto stärker ist das außerbetriebliche, demokratische und gesellschaftliche Engagement, was letztlich zu einer höheren Identifikation führt, was natürlich positive Einflüsse hätte auf, oder hat auf Fluktuation, auf Gesundheitszustand und so weiter. Das sind solche Thesen, die wir daraus entwickelt haben. Und unsere Überlegung war dann, ja, gilt das auch noch heute? Ich meine, das war vor über 20 Jahren. Und kann man das auch nachweisen oder kann man das irgendwie untersuchen? Und wen müssten wir dann auch tatsächlich befragen? Und so sind wir zu unserer Studie gekommen. Und da leite ich gerne über zu Marisa, dass du uns erzählst, was wir da gemacht haben. Dankeschön. Einiges wurde schon gesagt. Wir haben einfach festgestellt, dass das, was es jetzt an Studien gibt, eben auf diese Perspektive der Unternehmen fokussiert und nicht auf die Perspektive der Mitarbeitenden. Also wenn der Grund für mehr Zufriedenheit bei den Mitarbeitenden eigentlich ist, dass das Unternehmen erfolgreicher ist, kann dann Selbstorganisation überhaupt funktionieren? Das war so die Frage, die wir uns gestellt haben. Wie geht es denn eigentlich den Mitarbeitenden, vor allem auch in diesem Transformationsprozess? Also die meisten Menschen mögen nicht so gerne Veränderungen oder große Veränderungen. Und wie wird dann diese Veränderung gestaltet? Und wie geht es ihnen dabei? Und wie sieht es dann danach aus? Und wenn jetzt eine Organisation demokratischer organisiert ist, ob das dann auch wieder diesen Spillover-Effekt haben könnte, also ob das irgendwie auch ihr Verhalten, ihr politisches Verhalten verändert oder die Gesellschaft mit verändert. Und das Ziel war, hier einen ersten Schritt zu machen, Daten zu erheben von Mitarbeitenden in Selbstorganisationen und den Beginn machen, diese Forschungslücke zu schließen und natürlich auch mehr darüber zu sprechen, also mit und über die Perspektive der Mitarbeitenden. Das waren dann die Fragestellungen, also diese Personen, die Umfrage ausgefüllt haben, wie stark sind die quasi selbst organisiert? Sehen sie selbst Zusammenhänge zu politischen Dimensionen? Und wie wichtig ist das Führungsverständnis? Also wenn immer noch diese direktiven Verständnisse von Führung vorhanden sind, kann dann Selbstorganisation entstehen und entwickelt werden? Wie wird das im Prozess auch thematisiert oder eben nicht? Dann haben wir noch gefragt oder wollten herausfinden, welche Veränderungen konkret durch die Transformation denn entstanden sind und wie wichtig Partizipation in dem Prozess ist. Und dann eben zum Schluss, wie geht es den Mitarbeitenden? Sind sie zufriedener oder nicht? Beim Feldzugang sind wir vor ein paar Herausforderungen gestellt worden, weil die Zielgruppe waren Mitarbeitende, also von allen Hierarchiestufen. Und es war schwierig, diese Organisationen zu finden, auch weil Selbstorganisation ja nicht, es ist eigentlich ein Containerbegriff und so nicht genau definiert ist, wer jetzt alles dazu zählt und wer alles nicht. Für uns war es dann aber so, dass alle Personen, die sich selbst darin verorten, eigentlich das ausfüllen können. Und wir haben den Fragebogen an 38 Organisationen geschickt, die insgesamt ungefähr 4.550 Mitarbeitende haben. Wir konnten dann aber nicht kontrollieren, an wie viele Personen der Fragebogen tatsächlich ging. Also wir haben die Vermutung, dass vor allem Führungspersonen den Fragebogen ausgefüllt haben. Und das hat dann das eben schwierig gemacht. Das zeigt sich beim Rücklauf, dass fast die Hälfte der Personen, die diese Umfrage ausgefüllt haben, eben in Führungspositionen tätig sind. Auch viele Geschäftsleitungen und CEOs und so weiter. Und wir wollten halt eigentlich wirklich die Perspektive der Mitarbeitenden abbilden. Ob die Ergebnisse repräsentativ sind, ist nicht ganz einfach, weil wir die Population geschätzt haben. Also alle Personen in Selbstorganisation in der Schweiz schätzen wir, sind 10.000 bis 20.000 Personen.
Und da wir jetzt eben so eine große Anzahl an Führungspositionen haben, ist die Umfrage so nicht repräsentativ. Aber die Aussagen, die wir machen, sind trotzdem gültig für diese Gruppe, die wir untersucht haben. Genau, das war eben diese Herausforderung, was ist Selbstorganisation? Und hier haben wir dann uns überlegt und viel diskutiert, was wir darunter verstehen. Und das war dann die Grundlage für unser Messinstrument. Und es ist gut möglich, dass einige Personen, die diese Umfrage ausgefüllt haben, das ganz anders definieren würden. Und für uns entscheidend war, dass die Organisationsziele nicht nur kapitalistisch sind und die Organisation versucht, einen gesellschaftlichen Mehrwert anzustreben und eben, dass die Sozialverträglichkeit gegeben ist, die Sinnhaftigkeit von Arbeit, dass das Thema Macht präsent ist, reflektiert wird, dass einzelne Personen weniger Macht haben und das verteilt wird, die Mitsprache auf allen Ebenen und die Förderung von positivem Arbeitsklima und persönlicher Entwicklung. Und das sind eigentlich so, ich sag mal, das sind eher so Haltungsprinzipien. Und davon abgeleitet haben wir eben dieses Messinstrument. Also wir wollten das irgendwie messbar machen, wie viel Selbstorganisation ist da, weil, also die Frage ist so ein bisschen, ist das drin, was draufsteht? Also wenn jemand sagt, ja, wir sind selbstorganisiert, ist das dann wirklich so? Und wir wollten das versuchen, an diesen Kriterien festzumachen. Diese 11 Kriterien werden unterschiedlich gewichtet und wir haben da auch viel diskutiert und das ist mal so ein erster Versuch. Zu jedem Kriterium wurden dann mehrere Fragen gestellt und zusammen hat das dann eine Punktzahl gegeben. Das sind diese 100 Punkte und umso höher die Punktzahl, desto selbstorganisierter ist die Person oder die Organisation. Wir haben auch gefragt, wo sie denn in der Transformation stehen, und da hat sich gezeigt, dass gut die Hälfte noch vor der Transformation oder sehr zu Beginn der Transformation oder mitten in der Transformation ist. Und durchschnittlich haben die Teilnehmenden 52 Punkte von diesen 100 Punkten. Der Median ist auch bei 53 Punkte und die höchste Punktzahl war 92. Und dann kommen wir schon zu den Ergebnissen und es wird vielleicht ein bisschen spannender. Wir haben gefragt, inwiefern Sie direktiver Führung zustimmen, also wie sehr Sie der Meinung sind, dass zum Beispiel ein Chef oder eine Chefin die Kontrolle haben muss oder sich durchsetzen muss. Und ja, also diese nicht partizipative Form von Führung. Und wir haben gesehen, dass umso stärker diesem Führungsverständnis zugestimmt wird, desto schlechter war die Einstellung gegenüber Selbstorganisation und desto größer war die Unzufriedenheit mit diesem Transformationsprozess. Und wenn diesem direktiven Führungsverständnis nicht zugestimmt wurde, dann waren die Personen sicherer in ihrem Team. Sie hatten eine bessere Arbeitszufriedenheit und eine höhere allgemeine Lebenszufriedenheit. Was wir auch gesehen haben, ist, dass schon der Entscheid, wie es zu dieser Transformation kommt, entscheidend ist für die Entwicklung von Selbstorganisation. Also wenn das Management diese Entscheidung trifft und über die Mitarbeitenden bringt, dann
Haben Sie eine schlechtere Einstellung zur Selbstorganisation und sind unzufrieden mit diesem Transformationsprozess? Und was uns dann auch überrascht hat, ist, dass schlussendlich auch dieser Selbstorganisationsgrad tiefer ist. Also wenn diese Entscheidung so getroffen wird, dann hat eigentlich Selbstorganisation nicht so einen guten Boden, um sich zu entwickeln. Und dasselbe ist mit der Partizipation während diesem Transformationsprozess. Also umso mehr Mitarbeitende von Anfang bis Ende in diese Veränderungen mit einbezogen werden, desto höher ist dieser Selbstorganisationsgrad. Das ist also, Partizipation ist entscheidend, dass sich Selbstorganisation überhaupt entwickeln kann. Ja, das ist noch eine schöne Grafik, die bildlich aufzeigt, wenn Partizipation im Transformationsprozess höher ist, dann ist auch der Selbstorganisationsgrad höher. Und hier haben wir die häufigsten Veränderungen, also diese konkreten Veränderungen aufgezeigt. Dazu müssen wir noch sagen, dass wir nicht die Option gegeben haben, anderes zu nennen. Also Sie konnten jetzt nicht sagen, bei uns wurden noch andere Veränderungen gemacht. Ja, Sie hatten wie diese Möglichkeit nicht. Sie konnten nur zwischen diesen Antwortoptionen auswählen. Und ja, wir sehen, dass das meiste, was verändert wird, sind eben hierarchische Strukturen und dann darauf folgend Themen zum Lohn, also Lohntransparenz und gerechtere Verteilung von Lohn, aber nicht unbedingt jetzt, dass alle Mitarbeitenden mehr Lohn bekommen, sondern wirklich, wie ist das verteilt? Und mit besseren Arbeitsbedingungen ist zum Beispiel gemeint, kürzere Wochenarbeitszeit oder mehr Urlaub oder bessere Voraussetzungen für Eltern. Sie konnten dann auch noch angeben, was Sie sich noch wünschen für die Zukunft. Aber das haben wir jetzt nicht aufgenommen. Dafür müsste man dann in die Studie reinschauen. Was wir gesehen haben, ist, dass die Arbeitszufriedenheit steigt mit einem steigenden Selbstorganisationsgrad. Und ausschlaggebend dafür sind vor allem die Faktoren Sinnhaftigkeit und persönliche Potenzialentfaltung. Also wenn die Personen das Gefühl haben, sie können sich mit ihrer Arbeit identifizieren, und sie können ihr persönliches Potenzial weiter entfalten. Also sie können das tun, was sie auch tun möchten und nicht etwas, das sie langweilig finden und quasi sich weiterentwickeln können, dann trägt das zu der erhöhten Arbeitszufriedenheit bei. Die Teamsicherheit ist auch höher und die Stresswerte sind mit höherem Selbstorganisationsgrad tiefer. Dazu muss aber gesagt werden, dass die Stresswerte nicht gut waren. Also es wäre falsch zu sagen, Menschen in Selbstorganisationen haben keinen Stress, und das finde ich ein wichtiges Thema. Wir haben jetzt gesehen, der Stress ist zwar etwas tiefer, aber es ist trotzdem nicht gut. Und das müsste uns insgesamt beschäftigen. Wie wir als Gesellschaft mit Stress umgehen. Interessant ist auch, dass wenn personengebundene Macht, also dass einzelne Personen eben nicht mehr Macht haben, also zum Beispiel es gibt keine Teamleitung mehr und die Macht ist besser verteilt, dann haben die Menschen mehr Stress in ihrer Freizeit. Also wenn die personengebundene Macht abnimmt, dann steigt der Stress in der Freizeit, und das müsste unbedingt genauer untersucht werden, warum das so ist und was
was wir dagegen tun könnten, weil das wäre dann eben eine ungünstige Entwicklung, wenn es mehr Selbstorganisation gibt, aber die Menschen dann in ihrer Freizeit eigentlich mehr gestresst sind. Ja, das wäre so ein sehr, sehr interessantes Thema, um weiter zu vertiefen. Was wir auch gesehen haben, ist, dass mit höherem Selbstorganisationsgrad, dass die allgemeine Lebenszufriedenheit auch höher ist. Der Unterschied ist nicht groß, also es ist ein sehr kleiner Unterschied, aber er ist nicht zufällig. Also wir können sagen, dass das irgendwie zusammenhängt. Genau, das ist bei all diesen Ergebnissen der Fall, dass das kein Zufall ist. Aber die Unterschiede sind verschieden ausgeprägt. Wir haben auch festgestellt, also wir haben nach der politischen Orientierung gefragt und wir haben festgestellt, dass die Personen, die diese Umfrage ausgefüllt haben, eine klare Tendenz zu linkspolitischen Einstellungen haben. Also sie haben sich selbst auf dem linken Spektrum eher verortet. Und es wurde vereinzelt angegeben, dass seit sie in Selbstorganisation arbeiten, sich ihre politische Einstellung auch also ja, weiter nach links verschoben hat. Wir wissen aber nicht, warum das so ist. Die Tendenz zu diesen linkspolitischen Einstellungen kann auch mit der Branchenzugehörigkeit zusammenhängen. Wir hatten viele soziale Organisationen, aber wirklich eine Aussage können wir nicht darüber machen, ob es einen Zusammenhang mit Selbstorganisation hat. Das ist einfach etwas, was wir festgestellt haben. Und wir vermuten, dass diese veränderten Entscheidungsfindungsprozesse und eine Umstellung von Machtverhältnissen in Organisationen zu einer persönlichen Emanzipation führen könnten und das wiederum politisches Handeln außerhalb der Arbeit fördern könnte. Dann kommen wir zum Fazit oder zu dem Thema eigentlich. Ja, wie sollte jetzt so eine Transformation aussehen? Was sollte beachtet werden, wenn Selbstorganisation eingeführt wird? Macht es Sinn, sich zu überlegen, was sind eigentlich die Gründe und ob sich dann die Risiken, die damit eingegangen werden, auch lohnen oder ob die tragbar sind? Weil wenn es einfach nur um die Steigerung von Effizienz geht, dann ist es gut möglich, dass Selbstorganisation nicht eine gute Lösung ist, weil das nicht diese gewünschten Effekte sofort bringen wird und das ein sehr langwieriger, anstrengender, turbulenter Prozess sein kann. Und wenn das eben so hierarchisch gebracht wird, dass dann diese Veränderungen auch nicht nachhaltig sind. Also mit der Einführung von Selbstorganisation werden keine bestehenden Probleme in der Organisation gelöst. Und es gibt wie keine Garantie, dass sich dann diese Probleme in Luft auflösen, wenn es denn welche gibt. Und die Transformation beansprucht einfach sehr viel Zeit und Commitment. Und das sollte einfach vorher bedacht werden, bevor dieser Entscheid leichtfertig gefällt wird. Genau, und dann ist auch die Frage, wollen sich alle Mitarbeitenden auf diesen Veränderungsprozess einlassen? Und was ist, wenn Mitarbeitende das nicht wollen oder auch nicht können? Also mit Widerstand ist irgendwo zu rechnen und es müsste vorher Raum geschaffen werden, um zu überlegen, wie mit Widerstand oder eben mit Unsicherheiten, Gefühlen und Unzufriedenheit dann umgegangen wird, anstatt anzunehmen, dass es dann einfach funktioniert. Ist es lohnenswert, sich vorher darüber Gedanken zu machen? Gerade auch was die vorher
die vorherigen hierarchischen Stufen oder Rollen betrifft. Es kann nicht erwartet werden, dass Führungspersonen dann plötzlich nicht mehr führen. Also was passiert, wenn etwas nicht mehr gut funktioniert? Dann erwarten die Mitarbeitenden, dass der ehemalige Chef oder Chefin das löst und der sagt, ah, nein, das mache ich nicht. Und dann gibt es bei den Mitarbeitenden Unsicherheit oder umgekehrt. Also sie sind eigentlich schon so weit fortgeschritten in der Transformation, dass sie finden, ah, jetzt haben wir ein Problem, wir lösen das zusammen. Aber dann kommt die vorgesetzte Person und ergreift quasi wieder die Kontrolle. Und da wäre es einfach wichtig, dass gegenseitig diese Erwartungen und das Verständnis vorhanden ist, dass diese Überzeugungen und Rollen, die können nicht von heute auf morgen abgelegt werden, sondern das braucht Zeit und Reflexion und Kommunikation. Und da haben wir auch gesehen, dass genau das, also dieses Ablegen von Rollen, eben eine große Hürde ist, die häufig genannt wurde. Also dass die eine oder die andere Seite nicht am selben Punkt steht und dann in diese Rollenmuster zurückfällt. Ja, damit Selbstorganisation nachhaltig bleibt, braucht es einfach diese Partizipation. Also das kann nur funktionieren, wenn das ganzheitlich in der ganzen Organisation umgesetzt wird und alle irgendwie dabei sind. Ich kann gerne so ein paar Dinge nochmal, also wir haben uns jetzt auch gefragt, so was bedeutet das denn jetzt eigentlich so für uns, auch für die beraterische Praxis? Also was ziehen wir daraus? Also manche Ergebnisse sind ja so, wie wir es eigentlich uns erhofft haben, manche Sachen sind so ein bisschen überraschend, auch so diese Betonung von Hierarchie. Aber was lernen wir daraus? Und ich hatte so, kann gerne mal erzählen, so aus meiner beraterischen Praxis, ich habe gerade aktuell zwei Organisationen, die ich im Transformationsprozess, die mich angefragt haben für Transformationsprozesse. Und bei beiden, ich habe dann mit den Geschäftsführenden, also zukünftig ehemaligen Geschäftsführenden gesprochen, und beide haben mir so vermittelt, dass sie gesagt haben, ja, das müssen doch die Mitarbeitenden sehen, dass das für sie gut ist. Also haben das so vorausgesetzt, ne? Das ist, ja, das will doch jeder oder jeder. Und wenn wir auch so das anschauen, was also Juste Block zum Beispiel von Burzok, er sagt das ja auch, das geht mit jedem, mit jeder Person, dass die sich da wohlfühlen in der Selbstorganisation. Und das haben wir aus der Studie so raussehen können, dem ist nicht so, ne? Also es hängt tatsächlich immer von den Personen ab und vor allen Dingen, ich glaube, das hat mir vorhin im Breakout Room auch gesagt, von den Gegebenheiten vor Ort. Also auf welche Strukturen treffen wir denn eigentlich? Und was können wir dann soziokratisch einführen? Welche Methoden? Also es gibt nicht dieses One-Size-Fits-All-Modell, sondern man muss das immer sehr, sehr genau auf die entsprechenden Strukturen und Prozesse ansetzen. Und interessanterweise, parallel zu unserer Studie, habe ich noch mit einem Kollegen zusammengearbeitet, der auch schon viel in dem Organisationsbereich gemacht hat und dann bei mir auch seine Masterthesis geschrieben hat. Und der hat, ähnlich wie ich das mache, wenn der in der Organisationsberatung ist, orientiert er sich an dem Glaser-Modell, an dem Trigon-Modell. Das ist ein Organisationsmodell, die meisten werden das von euch kennen, was auf der einen Seite Wesensmerkmale beschreibt und auf der anderen Prozesse beschreibt. So, welche Prozesse muss man beachten, wenn man in einem Change-Prozess, in einem Transformationsprozess und einem OE-Prozess, wie auch immer man das nennen will, dann auch tatsächlich umsetzen will. Und das haben wir nochmal extra aufgenommen in unsere Studie. Ihr seht auf der linken Seite diese 7 Prozesse, die notwendig sind nach Glasel für den Transformationsprozess. Und Samuel Höhn, das ist der Kollege, der hat für jeden Prozess dann nochmal, seht ihr hier auf der linken Seite nochmal aufgeführt, was sind eigentlich die Dinge, die wir beachten müssen, die wir erfüllen müssen, wenn wir dann tatsächlich von Zustand A nach Zustand B wollen. Das fand ich sehr, sehr erhellend für mich. Und ist auch eingeflossen in meine beraterische Praxis, dass ich das wie so eine Art Folie über Organisationen lege und dann schaue,
Wo steht ihr eigentlich? Also um gerade aus dieser Falle rauszukommen, dass man sehr begeistert ist von den Ideen der Selbstorganisation und alles demokratisch und partizipativ findet. Aber so alter Fußballerspruch, entscheidend ist auf dem Platz, was passiert tatsächlich vor Ort? Also was sind die konkreten Dinge? Ja, das ist so das, was insbesondere so in unsere beratische Praxis auch tatsächlich dann auch eingeflossen ist. Wir haben zum Abschluss, um das noch so ein bisschen zu illustrieren, noch ein paar Blitzlichter aus der Studie. Also das ist dann so im Klartext nochmal genannt worden. So Einstellungen zum Thema Selbstorganisation. Lasst das mal einfach auf euch wirken. Also wer wagt, gewinnt eine absolut lohnende Erfahrung. Selbstorganisation ist eine stille Variante von Mut. Also soll ich sagen, das ist doch sehr, sehr, sehr positiv beschrieben. Und ja, glaube ich, auch tatsächlich so mutmachend, da sich auf diesen Weg dann zu begeben. Soweit mal unsere Ergebnisse aus der Studie. Wie gesagt, das ist jetzt im Schnelldurchlauf gewesen. Wir haben euch in die Präsentation noch ein paar Hinweise noch gegeben. Also zum einen, die Studie ist kostenlos downloadbar auf den Seiten der Anni-Klaver-Morf-Stiftung. Das ist die obere Angabe. Wir werden im November noch eine Art Training Day dazu anbieten auf Englisch, wo wir dann auch nochmal bestimmte Fragen beantworten wollen zum Thema Selbstorganisation, zum Thema Transformationsprozesse. Und der kleine Werbeblock sei mir erlaubt, wenn ihr auf den Seiten Netzwerk Selbstorganisation schauen wollt, da findet ihr Artikel, Videos, Veranstaltungshinweise und so weiter. Und da könnt ihr euch auch gerne dran beteiligen. Zum Abschluss, Opsa, wollte ich eigentlich gar nicht beenden. Zum Abschluss wollte ich euch noch ein paar Fragen präsentieren. So. Und zwar die hier. Nee, das sind die Blitzlichter. Ja, genau. Wir haben aus dieser Studie nochmal ein paar Fragen destilliert und auch ein paar Thesen. Also was uns zum Beispiel interessiert, ist den Score, den Marisa am Anfang beschrieben hat, also den Score zur Selbstorganisation. Wie hat das auf euch gewirkt? Ist das ein Ding, womit ihr auch arbeiten könntet oder wo ihr verstehen könnt? Also wo stehen wir in der Selbstorganisation? Ist das etwas, was sich lohnt, weiterzuentwickeln? Das zum einen generell, wie die Ergebnisse bei euch ankommen. Und die qualitative Frage natürlich, also was braucht es für gute Transformationsprozesse aus eurer Erfahrung? Und gibt es tatsächlich sowas wie den Spillover-Effekt, Ali Mani Mata, und hat wirklich die Arbeit in einer Selbstorganisation positiven Einfluss auf zum Beispiel freiwilliges Engagement in der Zivilgesellschaft wäre? Das sind so Themen, die uns weiter umtreiben und die wir gerne jetzt auch mal hier in den Raum stellen wollen und solange die Zeit noch bleibt, noch darüber diskutieren wollen. Ja, ansonsten vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und danke, Marisa, hast du toll präsentiert. Wir öffnen mal den Raum. Wer möchte einfach sich freischalten? Und ich sehe schon, zwei heben die Hand. Dann fangen wir mal. Bei mir ist ganz oben Etienne mit der ersten Meldung. Du musst dich freischalten oder musst dich die Stummschaltung aufgeben. Ja. Wir hören dich nicht, oder sagst du? Hattest du eine Frage, Etienne, oder? Etienne, vielleicht in den Chat schreiben. Dann machen wir vielleicht weiter. Rechts daneben steht bei mir die Pia. Pia, magst du was sagen? Ja, also ich finde die Studie unglaublich wichtig und möchte erweitern auf deine Frage, ob es tatsächlich das gesellschaftliche Engagement und Mehrwert für die Gesellschaft außerhalb der Organisation dazu beiträgt. Eine Schule ist auch eine Organisation und wir wissen, dass Schulen, die die Selbstorganisation und die Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen fördern, dass diese Kinder viel mehr unterwegs sind und engagierter sind und ja, den Purpose, die Sinnhaftigkeit ist da einfach Teil dessen, was sie tun. Insofern denke ich, ja, auf alle Fälle und ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, wenn wir
Erwachsene mitnehmen wollen. Und da gibt es genug, die sagen, ich will keine Veränderung, ich will mich gar nicht so verantwortlich einbringen. Da sind die Ängste da, die sind natürlich da, weil die halt von klein auf in ihrer Potenzialentfaltung. In der Schule wird man ja schon per se in der normalen Schule daran gehindert. Deswegen wäre es ganz wichtig, dass wir auch, alle, die wir so unterwegs sind, auch gucken, dass die Schule transformiert wird. Und wir haben jetzt in Augsburg, am kommenden Samstag kommt die Margret Rasfeld, die Schule im Aufbruch. Genau, herrlich. Also genau das brauchen wir. Schule auch als Organisation mitdenken und schauen, dass der Nachwuchs, dass die jüngeren Menschen hier ja, selbst organisiert sein dürfen, dann haben wir, glaube ich, im beruflichen Umfeld auch viel mehr, die da weitermachen wollen in der Richtung. Ja, ja, vielen Dank für den Beitrag. Ich kann vielleicht kurz ergänzen. Wir haben ja hier an der Fachhochschule einen neuen Studiengang entwickelt, nennt sich Freiform, der genau auch nach solchen Prinzipien auch aufgebaut ist, so im Trialog, das heißt Trialog zwischen Forschung, Praxis und Studierenden, und ständig im Aushandlungsprozess, was gelernt werden soll und wie es gelernt werden soll, und machen da, wie ich finde, ganz beeindruckende Erfahrungen mit. Das auf der einen Seite, und auf der anderen Seite untersuche ich gerade mit einem Kollegen zusammen Organisation in der Erwachsenenbildung, welche Organisationsmodelle da zugrunde liegen bei einem Bildungsverständnis, so wie du das gerade skizziert hast, Pia, und sehen da auch, dass da Selbstorganisation eine ganz, ganz große Rolle spielt. Eben tatsächlich über Partizipation, Kommunikation, das ist eine bestimmte Kultur, die da gemacht wird. Ja, vielen Dank. Tom, habe ich mit einer erhobenen Hand. Ja, also erstmal herzlichen Dank für die sehr interessante Studie. Mich hat es also auch begeistert, dass da klare Zusammenhänge waren mit einem Thema, mit dem ich mich lange Jahre in der Forschung und Lehre auch beschäftigt habt, Sinnhaftigkeit von Arbeit für Mitarbeitende, war spannend. Für mich die große Frage im Zusammenhang mit dem, was ihr gesagt habt, ist, kann und bis zu welchem Grad eben kann eine Bottom-up-Modell, ein Bottom-up-Führungsmodell top-down eingeführt werden? Wo ist der Sweet Spot? Mit anderen Worten auch, wie viel Nudging, wie viel Schubsen vertragen Mitarbeiter in Richtung der Selbstorganisation, und wo hört das auf, wo geht es einfach nicht? Denn wenn natürlich Führende der Meinung sind, das wäre jetzt ein ganz tolles Ding, ist selten die Geduld da zu sagen, wir warten jetzt einfach mal, bis das von unten her hochbrubbelt. Und das ist also ganz spannend, wie ihr das dargestellt habt, wie das funktionieren kann. Eine Frage für mich auch, wie würden sich die Ergebnisse verändern, abhängig davon, in welchem Sektor, in welcher Industrie man untersucht. Unternehmen, Wirtschaftsunternehmen versus kooperative Unternehmen, die schon deutlich stärker in dieser Selbstorganisation sind. Aber das ist wahrscheinlich weit über diese eine Studie hinausgehend. Danke. Ja, ja, vielen Dank auch dafür. So ein paar kleine Anmerkungen. Also diese Branchenabhängigkeit sehe ich total. Also wir haben gerade ein Projekt, wo wir zusammen mit einer Gemeinde, sage ich mal, einen Prozess anstoßen und merken, die haben ganz andere Entscheidungskriterien, die haben ein ganz anderes Verständnis von Vertrauen. Da ist eher Zuständigkeit, Nicht-Zuständigkeit, Verantwortung haben, Nicht-Verantwortung haben, gleichgesetzt mit Schuldige suchen, Nicht-Schuldige, nicht-schuldig sein. Solche Geschichten, die, also das heißt extrem kontextabhängig. Ja, das können wir natürlich noch nicht ablesen aus der Studie, die wir jetzt gemacht haben, aber das ist, also Hypothese wäre, da ist eine ganz, ganz starke Branchenabhängigkeit. Also das sehe ich auch. Das andere, was du gerade gesagt hast, so mit Entscheidungen, so meine, ich weiß, vielleicht teilt ihr das, also meine Erfahrung ist, die Entscheidung zur Selbstorganisation wird oben gefällt, wenn es um Transformation geht, und die Umsetzung müssen wir dann irgendwie von unten anregen. Ganz, ganz schwieriger Prozess. Und ich glaube, auch da gibt es nicht die Allgemeinlösung. Das ist eben, also ich bin da weit von entfernt zu sagen, das geht bei allen. Das ist wirklich, es gibt auch Organisationen, die funktionieren super hierarchisch, um das mal ganz platt zu sagen. Und die können auch so bleiben. Und da fühlt sich jeder oder jede wohl. Auch das ist legitim. Ich habe im Chat einen verzweifelten Aufruf von Elke, die was sagen wollte, aber die Hand nicht heben kann. Elke, wo bist du? Sorry, ich konnte es jetzt doch heben. Ich wollte nur kurz sagen, also vielen Dank. Also ich arbeite übrigens in einer Schule, die so zu
demokratisch arbeitet. Und also das ist auf jeden Fall total sinnvoll, kann ich nur sagen. Aber wir haben beobachten natürlich auch verschiedene Phänomene, die ihr jetzt benannt habt. Ja, vor allen Dingen auch das, dass wir bis jetzt noch nicht weniger Stress bei den Mitarbeitenden verzeichnen können. Mit mehr Stress in der Freizeit bei den Mitarbeitenden macht. Und das ist, finde ich, ein super spannendes Thema, also wenn ihr da weiter dran bleibt, weil es ist, dass das nicht passiert oder nicht so ist. Ich meine, ne, in der freien Schule läuft eh sehr viel auch über Ehrenamt. Es geht leider auch gar nicht anders aufgrund der finanziellen Situation. Und das ist natürlich ein ganz großes Thema, ne? Wie man da. Jetzt bist du bei mir wieder weg, Elke. Der Ton war ganz schwer zu verstehen, ziemlich bei mir. Ja, Freizeit wirklich auch genießen können, ne? Genau, nochmal weit. Ach so, okay. Ich war jetzt auch fertig. Elke, vielleicht kannst du, wenn du noch eine Frage hast, das vielleicht in den Chat schreiben, weil wie gesagt, denn der Ton ist ganz, kommt ganz schwierig rüber an der Stelle. Genau, du sagst, du bist scheinbar kaum zu verstehen. Ich leite mal über, Katrin hat sich schon lange mit der Hand erhoben. Ja, danke euch. Also ich bin total gespannt auf eure Studie und ich werde mir die auf jeden Fall nochmal sehr im Detail anschauen, einfach weil für mich noch so viele Fragen offen sind. Und ja, ich es einfach erstmal total wichtig finde, dass solche Studien gemacht werden, ganz klar, dass wir es einfach besser verstehen, was da passiert. Wir gehen ganz viele Sachen durch den Kopf. Ich hatte heute Morgen ein Gespräch, 2 Stunden in einem Krankenhaus, 500, 600 Mitarbeiter, die die Soziopathie einführen wollen und die auch die Idee kommt von der Geschäftsführung. Und gleichzeitig, also ich denke mir immer, wenn man etwas nicht erlebt hat, dann hat man natürlich auch jetzt nicht unbedingt eine Offenheit dafür. Klar, wenn wir da jetzt eine Befragung machen der Mitarbeitenden, wer will Soziokratie, hört sich schrecklich an, weitere Workshop, wir sind alle schon beschäftigt, das will natürlich keiner machen, ist klar. Also die Frage ist wirklich dieses, wie sehr kann man schubsen, ist eine ganz, ganz zentrale Frage, glaube ich. Naja, und ich möchte es, glaube ich, auch noch so ein bisschen verfechten, auch noch einen Blick darauf, dass da, wo Menschen zusammen große Projekte stemmen, zum Beispiel bei Wohnprojekten, ist die Soziokratie bald alternativlos und sehr effektiv. Da fragt eigentlich keiner mehr nach. Also ich frage mich immer, wie viel kommt eigentlich noch aus diesem, ja, wir kennen es ja gar nicht anders. Es gibt kaum Krankenhäuser, die soziokratisch laufen. Wie sollen jetzt Mitarbeiter auf die Idee kommen, das könnte auch alles anders sein? Und wenn man ihnen erstmal was erzählt, denken sie vielleicht auch, das klappt gar nicht. Also ich bin, glaube ich, schon ein Verfechter, der jetzt sagt, naja, sie können es doch mal ausprobieren. Und wenn die nach 3 Monaten sagen, es ist Mist, dann ist es nicht das Richtige für sie. Und dass es nicht für alle passt, ist ja auch kein Gegenargument. Nichts passt für alle. Also Hierarchien passen auch nicht für alle. Ich habe nach 10 Jahren in einem Unternehmen gekündigt, weil ich keinen Top-Down mehr wollte. Die Leute gehen ja auch alle. Also insofern, das ist, glaube ich, einfach ein Preis, den man auch dann zahlen muss. Und dann gibt es eben unterschiedliche Modelle und der eine möchte lieber in der Hierarchie arbeiten und der andere eben in einem anderen Kontext. Aber ich möchte einfach auch noch sehr viel mehr von euch so verstehen, gerade bei den High-Performern, bei denen die Selbstorganisationen zum hohen Maß umgesetzt haben. Was unterscheidet die eigentlich, finde ich, von denen, die noch am Anfang sind oder denen, die gar nichts machen. Und das habt ihr, glaube ich, bis zum gewissen Grad auch schon, ne, mit diesem einen Diagramm gezeigt, aber da auch nochmal auf die einzelnen Aspekte zu schauen, das finde ich auch spannend. Also gerade bei denen, die wirklich jetzt bei 80% oder so sind. Also ich bin sehr interessiert, noch mehr von euch zu lernen. Danke. Marisa, kannst du kurz darauf reagieren oder wollen wir auf die Studie verweisen insgesamt? Bei den High-Performern. Ich glaube, ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Ob du Unterschiede aus der Studie sehen kannst zwischen den High-Performern, also die Selbstorganisationen sehr weit umgesetzt haben und die eher weniger. So, was wären also deine 2, 3... In Bezug auf Stress? Ja, auf die Effekte, die wir sehen wollen. Stress oder Mitarbeiterzufriedenheit oder Sinn, stiftendes Arbeiten. Teamsicherheit. Ja, nein, so haben wir das nicht angeschaut. Also wir haben jetzt nicht geschaut,
wenn das eine sehr hohe Punktzahl ist, wie viel höher dann die Lebenszufriedenheit ist. Aber wäre spannend ja, noch mal anzuschauen, ja. Mhm. Ja, weil vielleicht sind einige dabei, die machen kaum was und dann erwartet man natürlich auch nicht viel Output. Ich glaube, etwas, was wir gesehen haben, ist, dass Führungspositionen auf der mittleren Ebene, also nicht die ganz hohen Führungspositionen, dass die weniger Stress haben als die Mitarbeitenden. Also umso höher der Selbstorganisationsgrad, dass es da irgendwie ein Shift gab, aber das müsste ich nochmal genau nachschauen, wie das genau war. Das finde ich eine spannende Frage, ne? Auch gerade so vor dem Hintergrund, so diese mittlere Führungsebene, die ja immer in so einer Sandwich-Position ist, ne? Wie entwickelt sich da gerade für Sie? Also nochmal zur Studie selber. Also wir fischen da natürlich auch noch im Trüben. Das ist jetzt der Anfang. Aber wir denken, es braucht eine Forschung zum Thema Selbstorganisation. Das finde ich, also wir haben viel, auch ich als Berater laufe viel durch die Gegend und erzähle, was ich so glaube, was so mein Wunsch ist. Aber so die empirische Validierung fehlt da noch zum großen Teil. Also dafür, da hoffen wir, dass wir so einen ersten Beitrag leisten können und tatsächlich auch eure Fragen, die ihr jetzt genannt habt, auch noch dann weiter aufzunehmen. Außerdem will Marisa ja vielleicht auch mal promovieren, das ist ja ein super Promotionsthema. Ted, du hast dich auch gemeldet. Ja, es ist nur ein kleiner Punkt, oder ich meine, nee, im Grunde sind all diese Sachen kleine und große Punkte gleichzeitig. Ich glaube, bei den Themen, die es da gab, die Leute genannt haben, Veränderung Hierarchie und Abschaffung Hierarchie waren die größten, ja? Mhm. Und da frage ich mich immer, ich meine, im Gegensatz zu zum Beispiel Gehältern und so weiter, ist es praktisch indirekter, weil zum Beispiel Hierarchie, ich meine, in der Soziokratie gibt es auch nur eine andere Art und Weise von Hierarchie und so weiter. Hierarchie kann man ja praktisch, erlebt man ja indirekt. Deswegen habe ich mich gefragt, was ist denn da praktisch, wenn jetzt jemand sagt, ja, Hierarchie ist nicht so schlecht, was ist praktisch das Nächste, was die Leute sagen würden? Ja, wie erfahren sie, was ist das Schlechte an Hierarchie? Versteht ihr, was ich meine? Weil Hierarchie an sich muss ja nicht unbedingt das Schlechte sein. Mhm. Nur ich glaube, der Grund, warum ich frage, ist, dass es praktisch auf der einen Seite, wenn Leute praktisch immer nur über Hierarchie reden, finde ich, dass wir praktisch verdecken, was wirklich dahinter steht, ja, weil wir nicht über die Sache reden, die wirklich das Problem ist. Und weil ich mich einfach frage, wie ihr das gesehen habt, sowohl in Fragen als auch in den Antworten, die ihr gesehen habt. Ja. Also ich glaube, wichtig ist zu unterscheiden Hierarchie und Macht auf der einen Seite. Also Macht, es gibt Machtstrukturen jenseits der Hierarchie. Und es gibt, und auch so, wenn wir von Hierarchie und wenig Hierarchie oder flache Hierarchie sprechen, es gibt also so keine Nicht-Hierarchie. Und das ist schon das. Wo es uns aber, glaube ich, in erster Linie darauf angekommen ist, auch bei den Fragen, Marisa, du kannst mich da ergänzen oder auch verbessern, dass wir ja so geguckt haben, wo ist jetzt ein Shift von einer Machtposition in einer Hierarchie als Person oder eben über die Funktion. So, und dass es da einen Unterschied gibt und dass wir das da auch rausbekommen haben. Marisa, wie siehst du es? Ja, also die Frage war wirklich, wir haben diese Veränderungsmöglichkeiten einfach wie aufgelistet und sie konnten dann sagen, ja, das war so bei uns. Also das hat sich verändert. Das war so eine Auswahlfrage. Und dann eine andere Frage war, von einer Skala von 1 bis 10, wie stark ist bei euch Hierarchie personengebunden? Und das ist dann aber nicht in diese Grafik mit den konkreten Veränderungen eingeflossen, weil das ist kein Vorher-Nachher durch Selbstorganisation, sondern das war mehr so, wie stark ist Hierarchie jetzt personengebunden? Und das hatte wie einen anderen Zweck, also weil wir eben schauen wollten, wie stark ist Selbstorganisation ausgeprägt, haben wir diese Frage gestellt. Und die Veränderungen haben dann nichts mit dem Selbstorganisationsgrad zu tun, sondern mit diesen konkreten Dingen, die sich durch die Transformation, die so benennbar sind. Weil wie stark ist Macht personengebunden auf einer Skala von 1 bis 10, ist noch schwierig, weil es ist ja immer auch noch subjektiv. Aber es ist ein spannendes Thema, eben dass eigentlich, es geht nicht um Hierarchie, sondern um Macht. Und dass eigentlich das Thema ist, das thematisiert werden sollte. Ja.